Hier ist Arnold. Er gibt sich als Außerirdischer aus, um in die Area 51 zu gelangen. Das ist eine wirklich clevere Idee, Arnie. Aber echte Außerirdische wollen nur weg von dort. Oh, du hoffst, kleine graue Männer zu sehen, was? Klischees. In deiner Kindheit hast du schon einmal einen grauen Außerirdischen mit einem großen Kopf und schwarzen Augen gesehen. Das war deine Mutter. Ja, Babys haben immer eine Hornhautverkrümmung. Das erste Gesicht, das sie sehen, sieht so aus. Der Astigmatismus verblasst allmählich, aber das Bild des Humanoiden bleibt im Unterbewusstsein. Es gibt so viele coole Sachen hier. Innovative Technologien, Heilmittel für unheilbare Krankheiten, Antworten auf ewige Fragen. Arnie, weißt du überhaupt, wie Außerirdische aussehen? Nun, das wirst du gleich herausfinden. Wie sehen Außerirdische aus? Das Leben existiert dank der natürlichen Auslese. Alle Lebewesen streben danach, ihren genetischen Code an die nächste Generation weiterzugeben. Wenn die Evolution überall gleich abläuft, dann müssten Außerirdische wie wir aussehen. Naja, vielleicht mit ein paar Unterschieden. Oh, was für ein schönes Mädchen. Mit tödlichem Kiefer. Lauf, Arnold! Sie ist stärker als ein Grizzlybär. Und hier die Rettung für sie. Arnie, der Sheriff wird einem Typen mit so einer Frisur überhaupt nicht glauben. Und natürlich wird's dann auch kein UFO geben. Aber Mensch, du bist ja von Außerirdischen besessen. Arnold, alle halten dich für verrückt, weil es keine Reptilien gibt. Wissenschaftler glauben, dass Außerirdische ungefähr so aussehen. Darf ich vorstellen, der Octomite. Ein kollektiver Geist, der aus lebenden Organismen besteht. Er lebt unter der Erde, wobei seine Krone nach außen ragt und verdaut das Licht durch Photosynthese. Anhängsel unten gebären Larven, die sich in Schmetterlinge verwandeln und den Hauptorganismus bestäuben. Die psychiatrische Klinik hat dich verändert. An nur einem Tag. Hurra! Du weißt zu viel, also wirst du vom FBI eingeladen. Und jetzt wirst du teleportiert. Lass mich erklären, wie Teleportation funktioniert. Die Teilchen A und B sind quantenverschränkt. Das bedeutet, dass sie schneller als die Lichtgeschwindigkeit interagieren können. Wenn du das Teilchen C und seine Interaktion mit A untersuchst, dann kann B in C verwandelt werden. Jetzt müssen wir nur noch die 7 Oktillionen Atome in deinem Körper scannen und sie auf der anderen Seite der Erde neu erschaffen. Los geht's! Puh, hat geklappt! Oder vielleicht doch nicht? Nach dieser Hypothese haben alle Neuronen auf der Erde zwei mögliche Lebenszyklen. 1% der Neuronen können von einer Welt in die andere wechseln und werden so zu einem Spiegelneuron. Also, Arnie, Kumpel, du bist in einem Paralleluniversum gelandet. Hier gab es keine Pandemien. Raumfahrttechnologien haben sich sehr schnell entwickelt und einen Alien-Angriff provoziert. Und ich dachte, unser 2024 wäre das Schlimmste. Tut mir leid, Arnold, jetzt kann dich nichts mehr retten. Mit Ausnahme der künstlichen Intelligenz, die auch beschlossen hat, heimlich die Welt zu erobern. Beeil dich, Arnold! Schnapp dir die Portalkanone. Sie kann dich nach Hause bringen. Arnold, nein, das ist nicht dein Universum. Genau im interessantesten Moment. Tut mir leid, Arnold, ich bin kein großer Fan von solchen blutigen Szenarien. Also, ran an die interessanten Informationen. Lass uns Arnolds neuen Freunden einen guten Appetit wünschen. Jetzt sollten wir sie vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Also, Werwölfe werden Lankotropen genannt. Diesen Namen haben sie aus dem antiken Griechenland. Der Autor des Begriffs ist Herodot, ein Historiker von vor 2500 Jahren, der bei der Beschreibung von Skythien Menschen erwähnte, die sich sofort in Wölfe verwandeln konnten. Was Vampire angeht, so wurde das Wort Vampir erstmals 1734 im Oxford English Dictionary erwähnt. Arnold, du bist am Leben, ich bin so glücklich. Aber warte, was ist denn das an deinem Hals? Nee, das soll wohl ein Scherz sein. Du bist tatsächlich der erste Mensch, der gleichzeitig von einem Vampir und einem Werwolf gebissen wurde. Ich frage mich schon, wie du wohl aussehen wirst. Während du versuchst herauszufinden, wie das funktionieren soll, erzähle ich dir eine interessante Tatsache.
1999 schlossen 907 verrückte Amerikaner eine Versicherung für den Fall ab, dass sie sich bei Vollmond plötzlich in Werwölfe verwandeln. Arnold, wenn du so aussiehst, dann wirst du ein bisschen schnell entdeckt. Du musst eine weniger auffällige Form wählen. Außerdem galten Rothaarige im Mittelalter als Vampire. Oh, Frankie hat dich bereits zu seiner Freundesliste hinzugefügt. Das ist ja süß. Er ist auch aus einem riesigen Haufen zufälligen Mist zusammengesetzt. Genau wie du. Jeder weiß doch von der alten Feindschaft zwischen Vampiren und Werwölfen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas in einem einzigen Körper sehen würde. Oh, jetzt bekommst du also Hunger? Und du brauchst Essen für zwei. Na dann los, such dir deine Opfer. Das perfekte Opfer. Guten Appetit, Arnie. Warte, Arnold, wo bist du? Was hast denn du erwartet? Du kannst dich dem Ruf der Wildnis nicht widersetzen. Vergiss bloß nicht, hinter deinem Hund aufzuräumen. Du bist ja ein richtiger Blutsauger. Wenn du so weitermachst, Arnold, solltest du darüber nachdenken, Veganer zu werden. Oh, ich habe vergessen, dich zu warnen. Eine doppelte Kreatur wird doppelt gejagt. Ihr müsst eure Differenzen beilegen, denn ihr habt jetzt gemeinsame Feinde. Paralleluniversum. Schau, hier ist alles ein bisschen anders. Sogar für diesen Hund siehst du seltsam aus. Wie du sehen kannst, hat sich auch dein Haus sehr verändert. Ich rate dir, dort vorsichtig zu sein. Darf ich vorstellen? Arnold. Das ist Arnold. Nur aus einem Paralleluniversum. Er ist viel erfolgreicher als du und trägt sogar einen stylischen Schnurrbart. Und es sieht so aus, als würde er dich überhaupt nicht mögen. Einer anderen Legende zufolge befindet sich auf dem Grund des Bermuda-Dreiecks die mythische Stadt Atlantis. Frag nicht, denn ich habe keine Ahnung, warum die alten Atlanter all diese Flugzeuge und Schiffe brauchten. Aber alte Bräuche und Traditionen sind krass. Jemand wie du wird sofort versklavt. Oder wenn du damit nicht umgehen kannst, wirst du zu Treibstoff für Dampfschiffe verarbeitet. Vorsichtig, Arnold! Es gibt eine weitere Theorie. Alles, was im Bermuda-Dreieck passiert, ist auf Außerirdische zurückzuführen. Und ihre geheime Basis ist dort. Vielleicht nehmen sie Fahrzeuge mit, um die menschliche Technologie zu studieren. Oder sie stellen sie in einem Museum aus. Schau dir nur an, wie viel Zeug sie in ihren Ausstellungen haben. Da die Außerirdischen sich schlecht mit irdischen Lebensformen auskennen, wirst du bei den Pilzen platziert. Es könnte an deinem Haarschnitt liegen. Du wirst dich nicht lange langweilen. Man sagt, Außerirdische entführen Menschen zu einem anderen Zweck. Sie müssen schwanger werden und ihr Alien-Baby austragen. Sie werden dich gehen lassen, wenn du richtig antwortest. Also, rate mal, was auf dem Bild zu sehen ist. Falsch. Und bei dem hier? Nein! Reiß dich zusammen, Mann. Solche Experimente wurden in den 1950er Jahren in den USA durchgeführt. Ihr Ziel war es, paranormale Fähigkeiten bei Soldaten zu entwickeln, um sich einen Vorteil im Kalten Krieg zu verschaffen. Den Versuchspersonen wurde LSD verabreicht, da LSD die Aktivität der neuronalen Verbindungen deutlich erhöht. Arnold, reiß dich zusammen! Selbst eine Ratte lernt schneller als du. Nun, stimmt, das ist keine gewöhnliche Ratte. Sie hat einen Chip in ihrem Gehirn. Bereits 2013 haben Wissenschaftler bewiesen, dass es möglich ist, Nervenimpulse aus der Ferne zu übertragen. Die Ratten befanden sich in verschiedenen Städten, aber sie handelten gemeinsam dank Elektroden, die in ihre Gehirne implantiert wurden. Und dem Internet. Es sieht so aus, als würde Elon Musk alle verschiedenen Möglichkeiten, Telepathie zu entwickeln, gleichzeitig an ihr ausprobieren. Arnold, stopp! Du beherrschst doch deine Fähigkeiten überhaupt noch nicht, oder? Gedankenlesen hat viele Vorteile. Jetzt können die Leute nichts mehr vor dir verbergen. Aber ich muss dich warnen, du wirst nicht alles mögen, was die Leute über dich denken. Die Vorteile in einer Beziehung? Du kannst sofort erkennen, ob dein Partner dich wirklich liebt. Oder eben nicht. Du kannst die Sprache der Tiere verstehen. Und du kannst deinen perfekten Partner finden. Aber was wäre, wenn alle Menschen die Gedanken der anderen lesen könnten? Eine ideale Welt ohne Lügen und Falschheit? Oder vielleicht
doch nicht. Hey, Mister, sei nicht beleidigt, wenn der Typ deine Nase zu picklig findet. Verflixt und zugenäht, das ist eine Katastrophe. Nee, Arnie, nein, halt, denk nicht einmal daran. Heiliger Quadratlatschen, das ist ein verdammter Dinosaurier. Oh, Arnold, du hast mich erschreckt. Wie ich sehe, besuchst du gerade das Paläontologische Museum. Cool. Ha, ich liebe diesen Ort. Sogar Orochimaru von Naruto ist hier. Der kennt doch geheime Wiederauferstehungstricks. Er kann Tote zum Leben erwecken. Was zum Teufel? Nein! Er setzt sie bei den Dinosauriern ein. Lauf, ihr verdammten Narren! Dinosaurier sind sehr gefährlich. Ob es Pflanzenfresser sind, Fleischfresser oder sogar diese radikalen Dinosaurier. Sie sind wahnsinnig wütend. Und du wärst es auch, wenn du 66 Millionen Jahre lang nichts gegessen hättest. Außerdem werden die Dinosaurier jetzt noch wütender, wenn sie sehen, was mit ihren Nachkommen im Laufe der Evolution geworden ist. Alle Staatsoberhäupter der Welt haben das Kriegsrecht ausgerufen. Leider weiß man nur sehr wenig über das wahre Verhalten der Dinosaurier. Es scheint, die beste Lösung scheint wohl ein tollwütiger Truthahn-Spezialist zu sein. Irr! Attacke! 160 Millionen Jahre lang herrschten die Dinosaurier auf der Erde. Doch der Einschlag eines Meteoriten änderte den Lauf der Evolution und ermöglichte die Entwicklung unserer Vorfahren. Jetzt werden nur noch die Stärksten überleben. Aber was zum Teufel ist jetzt los? Warte mal, ich glaube, ich habe verstanden. In den vergangenen 66 Millionen Jahren ist das Klima auf der Erde kälter geworden und der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre, der hat sich verändert. Es sieht so aus, als ob die Dinosaurier hier nicht mehr leben können und wieder einmal aussterben werden. Was nun? Theoretisch könnten wir einen Jurassic Park eröffnen. Wir werden sie füttern und das Klima künstlich aufrechterhalten. Dieser Ort könnte das profitabelste Touristenziel der Welt werden. Und er wird auch ein globaler Lieferant von Eiern und Dung sein. Du weißt schon, Dino-Kacke. Aber andererseits, ein normaler Dinosaurier frisst eine Tonne Gras pro Tag oder mehr als 100 Kilogramm Fleisch. Wahrscheinlich werden die Dinosaurier die gesamte Tierwelt im Park auffressen und dann wahrscheinlich auch sich selbst. Bis sie wieder aussterben. Wie man es dreht und wendet, die Dinosaurier werden in unserer Zeit einfach nicht mehr leben können. Willst du sie wirklich retten, Arnie? Die einzige Möglichkeit ist, die Dinosaurier zurück in die Vergangenheit zu schicken, in ihre perfekte Welt. Zeit, sich zu verabschieden, Arnie. Wenigstens weißt du, dass es ihnen dort besser gehen wird. Glückwunsch, Arnold! Du hast dich gerade freiwillig für den Test der kugelsicheren Haut gemeldet. Wow, du lebst ja noch, Superman. Also, ein erfolgreicher Test. Hey, Arnie, die Jungs scheinen mit dem Ergebnis zufrieden zu sein, aber sie wollen den Einsatz erhöhen. Ein Granatwerfer feuert eine Granate mit einer Geschwindigkeit von 120 Metern pro Sekunde ab. Und sie kann eine 50 cm dicke Stahlpanzerung durchdringen. Jetzt brauchen wir etwas Ernsthafteres. Zum Beispiel eine Haut aus Fulleren. Dies ist das stärkste Material, das die Wissenschaft bisher kennt. Ein Allotrop des Kohlenstoffs. Und es ist 200 Mal stärker als der stärkste Stahl. Glückwunsch, Arnie! Deine Fulleren-Haut kann einer Raketengranate standhalten. Was man von deinem Gehirn natürlich nicht behaupten kann. Die Schockwelle hat es in flüssige Götterspeise verwandelt. Aber zum Glück bist du in einem super geheimen Labor. Genau, Arnold, das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu fliehen. Denn jetzt können dich automatische Waffen nicht mehr verletzen. Du kannst auch nicht erwürgt werden. Und selbst wenn dich ein Auto überfährt, kann dir das nichts anhaben. Aber deine Stärke, Arnie, du kleines Weichei, die hat sich kein bisschen verändert. Stattdessen hast du, wie ich sehe, jetzt Nerven aus Stahl. Aber das Problem ist, dass du dich jetzt für den Rest deines Lebens verstecken musst, damit niemand weiß, was du für eine Superhaut hast. Warte, was? Ich verstehe, Arnie. Du würdest alles tun, um beliebt zu sein. Arnold, gehst du schlafen? Wusstest du, dass du an einem geheimen Experiment zur Kontrolle von Träumen teilnimmst? Unser Gehirn ist ein Supercomputer, der auch im Schlaf funktioniert. Wenn du im Traum läufst, sind die Bereiche, die für die Bewegung verantwortlich sind, aktiv. Das Gleiche gilt für visuelle Bilder und den visuellen Kortex. Diese Bereiche sind bei realen Ereignissen aktiv. Deshalb fühlen sich Träume auch so real an. Aber es ist nur ein Traum, Arnie. Die Realität ist anders und sie kann hart sein. Oho, was ist los?
Leider, Arnold, läuft das Experiment nicht wie geplant. Nun, es ist kein Traum, es ist ein Albtraum. Von einem Obdachlosen gefressen zu werden, ist nicht der schönste Tod. Sogar im Traum. Oh, du bist aufgewacht? Bist du? In einem Traum vergeht die Zeit anders. Durch den langsameren Herzschlag verbraucht dein Körper weniger Energie. Aber dein Gehirn arbeitet mit der gleichen Geschwindigkeit. Die Zeitwahrnehmung hängt auch von der Art des Traumes ab. Du kannst ein Leben lang in einem Traum leben, aber in Wirklichkeit sind nur ein paar Minuten vergangen. Warum ist alles so seltsam hier? Vielleicht kann es dir Tadaya sagen. Oh, ich verstehe. Du befindest dich in einem luziden Traum. Das ist ein Zustand, in dem der Körper schläft, die Psyche aber nicht. Du kannst luzides Träumen durch langes Training und Disziplin erreichen. Oder du kannst Psilocybin nehmen. Sportler nutzen luzide Träume, um Bewegungen ohne Verletzungen zu üben. Und sie können sogar Phobien heilen. Hattest du schon mal einen luziden Traum? Erzähl es uns in den Kommentaren. Einen luziden Traum zu verlassen ist schwieriger, als ihn zu betreten. Hey, das ist deine Idee. In einem Traum kannst du alles tun. Und im echten Leben wird nichts passieren. Vielleicht kannst du so das Leben leben, von dem du immer geträumt hast, Arnie. Obwohl das ziemlich unwahrscheinlich ist. Es gibt nur einen Ausweg. Das ist richtig, Arnie. Du wachst immer auf, wenn du im Traum stirbst. Ärzte haben es geschafft, deinen Geruchssinn zu verbessern, indem sie dir eine Hundenase eingepflanzt haben. Natürlich musst du dich erst daran gewöhnen. Aber hey, jetzt brauchst du bei Snapchat keinen Filter mehr. Der Geruchssinn eines Hundes ist 100 oder sogar 1000 Mal besser als der eines Menschen. Und eine Hundenase kann einen Geruch aus einer Entfernung von einem Kilometer riechen. Mit einer Hundenase kannst du sogar den physiologischen und emotionalen Zustand einer Person bestimmen. Ziemlich cool, hä? Mit Reinigungsmitteln sollte man allerdings besser nicht herumspielen. Der Geruch von Essig, Ammoniak und Chlor ist für eine Hundenase besonders ekelhaft. Hoppla! Arnold, ich glaube, du solltest lieber weglaufen. Ziemlich cool, oder? Hunde sind Makrosomen. Das heißt, sie leben tatsächlich in einer Welt voller Gerüche. Für sie ist der Geruchssinn das, was für uns das Sehen ist. Es ist gar nicht so schlecht, den Geruchssinn eines Hundes zu haben, oder Arnie? Ein Milliliter Wasser enthält 3,35 mal 10 hoch 22 Moleküle. Der Geruchssinn eines Hundes kann unter all diesen Molekülen ein einziges Molekül einer Substanz erkennen. Also, mit so einer Nase kannst du immer die leckerste Pizza finden. Oder dich als Hellseher ausgeben und Leute mit Geld finden. Oder sogar einen Job als Leibwächter des Königs bekommen. Boden ist Lava. Aber hier ist es echte Lava. Cool, oder? Das ist es, wozu ein gewöhnliches Kinderspiel führen kann. Eine globale Katastrophe. Berühre ja nicht den Boden, Arnie. Die Temperatur der Lava kann bis zu 1200 Grad Celsius erreichen. Du kannst dich auf allen Gegenständen, die du siehst, fortbewegen. Aber denk dran, der Stuhl verbrennt in nur 3 Sekunden, dein Bett verschwindet in 5 und dein TV schmilzt schneller als eine Fernsehwerbung. Arnold, komm schon. Komm rauf aufs Dach. Hey, aufpassen, nicht runterfallen. Wenn du in die Lava fällst, kriegst du schwerste Verbrennungen, die alle deine Nervenenden zerstören und dein Unterhautfett kocht. Aber das Gute ist, du hast ja gar keine Zeit zu spüren, wie sich die Lava bis auf deine Knochen brennt. Mensch, reiß dich zusammen! Nö, du Idiot! Metallkonstruktionen heizen sich immer am schnellsten auf, du Schwachkopf! Aber ganz ruhig. Selbst wenn du fällst, wirst du nicht ertrinken. Lava ist nicht so flüssig, wie es scheint. Im Gegenteil, ihre Dichte ist sogar höher als die von Beton. Um auf Lava zu laufen, brauchst du spezielle Asbeststiefel, wie die von Geologen. Boah, das wird heiß! Bei diesen Temperaturen wird das gesamte Wasser in den Ozeanen kochen. Und wir haben einen riesigen Topf Fischsuppe. Es ist an der Zeit, den letzten Fisch der Welt zu retten. Aber das Schlimmste ist nicht die heiße Lava, sondern das, was passiert, wenn sie abkühlt. Wenn sie an Temperatur verliert, bildet die Lava saure Dampf- und Gaswolken. Und die enthalten winzige Glaspartikel, die für Menschen gefährlich sind. Aber keine Sorge, bald wird sich die ganze Welt in die Hawaii...
heute ist dein letzter Tag. Genau wie für 684.000 Menschen jedes Jahr, die aus großer Höhe hinunterstürzen oder aufgrund eines medizinischen Fehlers. Das ist die dritthäufigste Todesursache in den USA, nach Herzkrankheiten und Krebs. So ein Quatsch! Du wurdest von einem Elektroroller angefahren. Deine Sinne beginnen zu versagen. Das Gucken, der Geruchssinn, Schmecken und schließlich das Gehör. Mein Freund, du bist tot. Nach einem Herzstillstand hast du 6 Minuten Zeit bis zum vollständigen Hirntod. Diese Zeitspanne verlängert sich bei Anabiose oder Unterkühlung. Ein Mädchen überlebte, obwohl sie 6 Stunden klinisch tot war. Sie lag auf Eis mit einer Körpertemperatur von nur noch 18 Grad. Aber das hat ihr Leben gerettet. Aber dir wird keiner helfen, Kumpel. Nach 10 Minuten hast du 10% weniger Sauerstoff. Oh, und kein Portemonnaie mehr. Dein Herz hat aufgehört, Blut zu pumpen und es bilden sich Blutgerinnsel. Aber dein Gehirn arbeitet jetzt aktiver als je zuvor. Bei einem 87-jährigen Mann wurde ein Elektroenzephalogramm durchgeführt, als er plötzlich einen Herzinfarkt erlitt. 15 Sekunden vor seinem Tod entdeckte das EEG spezielle Hirnwellen in seinem Kopf. Solche Wellen treten beim Träumen oder bei der Meditation auf. Deshalb kann es sein, dass du dich zum Zeitpunkt deines Todes wirklich an dein ganzes Leben erinnerst. In diesem Moment hast du 12-mal mehr Dopamin und 20-mal mehr Serotonin. Deshalb erlebst du gerade einen sehr lebhaften Traum. Während des klinischen Todes erleben nur 15% der Menschen etwas Schreckliches. Der Rest sieht die Gesichter von Familienmitgliedern, Tieren oder Pflanzen, vergangene Ereignisse oder sogar das klassische Licht. Übrigens, Thomas Edisons letzte Worte waren: Es ist sehr schön da drüben. Hey, das ist doch schon mal passiert. Arnold, erinnerst du dich nicht? Was ist, wenn unser ganzes Leben nur eine Reihe von Nahtoderfahrungen ist, die uns in unseren letzten Momenten hier auf der Erde durch den Kopf gehen? Vielleicht ist es an der Zeit, dir einen anständigen Job zu suchen, anstatt auf dubiose Angebote von Fremden reinzufallen. Neue Zahnpasta mit Burrito-Geschmack? Was soll's. Zahnpasta enthält Fluorid. Und schon der Verzehr von nur ein paar Gramm Zahnpasta kann den Fluoridgehalt in deinem Körper erhöhen. Wenn du dich 30 Tage lang so ernähren würdest, könntest du eine Fluorose entwickeln. Dann würde sich dein Mund in eine Kunstgalerie verwandeln, in der jeder einzelne Zahn ein anderes und einzigartiges Muster und eine andere Farbe hätte. Arnold, ich glaube, du bist der Beste darin, Experimente an deinem eigenen Körper zu Geld zu machen. Aber es gibt ein kleines Problem. Nicht nur Touristen wollen Fotos mit dir machen, sondern auch Zahnärzte. Das ist kaum zu glauben. Aber wenn du Zahnpasta mit Fastfood isst, steigt das Risiko, an Fettleibigkeit zu leiden, um ein Vielfaches. Durch die antimikrobiellen Wirkstoffe, die Bakterien in der Mundhöhle bekämpfen sollen, zerstören sie das Mikrobiom in deinem Magen, stören deinen Stoffwechsel und blasen dich auf wie ein Geburtstagsballon. Jetzt habe ich 2 Neuigkeiten. Einmal eine gute Nachricht. Dein Dealer wurde erwischt und er muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Und die schlechte Nachricht? Du bist in einem furchtbaren Zustand und deine Diagnose lautet Zahnpastasucht. Wer hätte das gedacht, dass du wegen Zahnpasta kurz vor dem Tod stehst? Jetzt wartet eine lange und strenge Reha auf dich. Triclosan ist eine Substanz in einigen Zahnpasten, die dein Nervensystem mit nur einer Tube außer Gefecht setzen kann. Du spürst, wie deine Gliedmaßen taub werden und ein Schauer durch deinen Körper läuft. Aber Laufen wird für dich wahrscheinlich nicht in Frage kommen, da die Neurotransmitter die Kontrolle über deine Muskeln verlieren werden. Arnold, es ist Zeit, keine Zahnpasta mehr zu nehmen. Und es gibt eine wirklich effektive Methode, ein Körperreset. Voila! Und du bist so gut wie neu. Okay, Arnold. Ich habe eine Maschine gebaut, die Dinge für 24 Stunden unsichtbar macht. Es gibt 3 Möglichkeiten, sich unsichtbar zu machen. Die erste ist perfekte Transparenz, die wir leider nicht erreichen können. Die zweite ist die Tarnung, bei der die vom Objekt ausgehenden Lichtstrahlen den Strahlen entsprechen, die wir in Abwesenheit des Objekts erwarten zu sehen. Das ist genau das, was meine Maschine macht. Und der dritte und letzte Ansatz ist, wenn ein Objekt in ein Metamaterial gehüllt wird. So etwas wie ein unsichtbarer Hut, der den Weg der Lichtstrahlen so verändert, dass sie unverändert erscheinen. Wir probieren es mal an einer Pizza aus. Wenn alles klappt, wird es eine Pizza sein, die du nicht mit deinen Freunden teilen musst.
Okay, ich lege den ersten Schalter um. Wusstest du, dass die erste dreidimensionale Unsichtbarkeit von einer Gruppe der University of California, Berkeley, im Jahr 2008 erreicht wurde? Sie schufen ein Netz aus silbernen Mikrofasern, das Lichtstrahlen weder reflektiert noch absorbiert. Infolgedessen sieht das Auge nur Licht von den Objekten hinter dem getarnten Gebilde. Jetzt der zweite Schalter. Nicht bewegen, Arnold! Oh, warte, was machst denn du da? Du bist so ein Schwachkopf. Ich würde dir ja eine reinhauen, aber verdammt, ich weiß nicht, wo du bist. Oh. Setz die Mütze auf, damit ich dich sehen kann. Okay, du hast 24 Stunden Zeit. Was wirst du tun? Wer hätte nicht gedacht, dass du da zuerst hingehen würdest? Wenn meine Maschine nach dem Prinzip der Unsichtbarkeit arbeiten würde, würdest du blind sein, weil der Brechungsindex des unsichtbaren Körpers gleich dem der Luft ist. Und die Linsen in deinen Augen würden keine Lichtstrahlen mehr brechen können und auf die Netzhaut fokussieren. Die Netzhaut selbst wäre auch nicht in der Lage, sichtbares Licht mit den Stäbchen und Zapfen zu absorbieren, wegen ihrer Unsichtbarkeit. Aber wie ich sehe, scheint deine Sehkraft ja vollkommen in Ordnung zu sein, du sabbernder Ignorant. Okay, jetzt, wo die Turnhalle schließt, können wir etwas anderes machen. Du hast noch 18 Stunden. Ich meinte etwas Bedeutsameres, du blockköpfiger Trottelaffe. Immerhin könntest du schreckliche Geheimnisse lüften und unglaubliche Kunststücke vollbringen. Du könntest dir sogar einen Weg in die Area 51 bahnen. Oh, richtig, die ist ja ganz woanders. Hast du irgendwelche Ideen? Denkst du übers Klauen nach? Das ist eine schreckliche Idee. Auf jeden Fall brauchst du einen Plan. Natürlich kannst du dank der Unsichtbarkeit lange nach der Schließung bleiben. Aber dann musst du die Wachen umgehen. Und außerdem gibt es rund um den Diamanten Laser. Kannst du wirklich einen dreifachen Salto machen, den Diamanten stehlen und das Museum in einem Auto verlassen, das neue Antiquitäten für die Ausstellung bringt und das genau um 2 Uhr morgens? Selbst wenn, das ist eine wirklich schlechte Idee. Das Museum schließt in einer Stunde. Geh und versteck dich in der Ecke und warte. Und nimm die Mütze ab, du scharfköpfiger Trottel. Mach dich bereit, Arnold. Die Hauptsache ist natürlich, nicht erwischt zu werden. Arnold, und los geht's. Ach du Schreck, du hättest nur einen dreifachen Salto machen müssen und du hast es wieder vermasselt. Jetzt musst du um dein Leben rennen, Arnold. Der Ausgang ist gleich um die Ecke. Komm schon, Arnold, du schaffst es. Verdammt, sieht so aus, als hättest du eine Glaskopie des Diamanten gestohlen. Nun, ich muss sagen, das ist eine unglückliche Wendung. Obwohl, um ehrlich zu sein, es ist ziemlich logisch, dass das Original in einem Safe aufbewahrt wird. Jetzt wirst du nie die Liebe der schönen Tagai bekommen. Unglücklicherweise wirst du in einer Stunde oder so sichtbar werden. Also, viel Glück beim Entkommen. Bye, bye, Arnold. So, was für ein schöner Tag. Was könnte den schon kaputt machen? Nun, was wäre, wenn die Erde plötzlich stehen bleibt? Bei einem vollen Stopp aufgrund der Trägheit werden alle Objekte nach Osten fliegen und eine Geschwindigkeit von mehr als 1500 Kilometern pro Stunde erreichen. Außerdem werden atmosphärische Störungen starke Winde erzeugen. Gleichzeitig darfst du aber nicht vergessen, dass die Schwerkraft der Erde gleich bleiben wird. Die Wucht der Ozeanmeere wird riesige Tsunamis erzeugen, die pro Minute 27 Kilometer Land verschlingen. Ein kompletter Tag wird nun ein ganzes Jahr dauern, da die Erde mit einer Geschwindigkeit von 29,78 Kilometern pro Sekunde einen vollen Kreis um die Sonne macht. Tagsüber, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, dauert es 6 Monate unter der heißen, brennenden Sonne. In den nächsten 6 Monaten ist es nachts kühl, bis zu minus 55 Grad. Wenn die Erde zum Stillstand kommt, werden ihre Zentrifugalkräfte hohe Hügel am Äquator bilden. Später werden sie verschwinden und einen festen Ringkontinent am Äquator hinterlassen, der 2 riesige Ozeane trennt. Aber das Schlimmste, was passieren wird, ist, dass der Erdkern aufhört, sich zu drehen. Schließlich ist es diese große geschmolzene Metallkugel, die durch ihre Rotation das Magnetfeld der Erde erzeugt. Das Magnetfeld schützt den Planeten vor Strahlung, also ist es von nun an tödlich gefährlich, sich auf der Oberfläche aufzuhalten. Also Arnold, so wird das überhaupt nichts, diese Katastrophe zu überleben. Du musst einen Unterschlupf finden. Ich schlag vor, du ziehst an den Äquator, dort ist's am sichersten.
Beeil dich, Arnold! Du kannst den letzten Bus zu den Katakomben erwischen! Jetzt sind alle unter die Oberfläche der Erde gezogen. Keine Sorge, das sind echte Städte mit verbesserter Sicherheit. Du kannst hier sogar Essen anbauen. Was für ein Abenteuer, Arnold! Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie Arnold unter der Erde leben wird, drücke den Like-Button und abonniere den Kanal.